Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im letzten Video ging es um die 10 Möglichkeiten, die es so gibt, gängige Möglichkeiten, ein Online-Business zu starten. Wenn du es noch nicht angeschaut hast, dann findest du es hier oder hier, also da oben. Und in diesem Video geht es aber darum, womit du starten solltest, wie du eigentlich herausfindest, womit du starten kannst, starten solltest, was sozusagen deine richtige Richtung ist. Mein Name ist Gwendolin von gwendolinrugen.com und du bist hier genau richtig, wenn du Tipps und Tools kennenlernen möchtest, um dein Business auch online zu bringen, wenn du schon ein Business hast. Oder aber wenn du noch ganz am Anfang stehst und sagst, ich habe da eine Idee oder ich würde das gerne mal ausprobieren, ich möchte das gerne machen und ein Online-Business von der Pike auf starten möchtest. Und wir gehen auch durch die Technik, also keine Angst davor. Du wirst dich nicht mit der Technik verzetteln und du wirst für jeden Schritt eine Lösung finden. Da bin ich mir ganz sicher. Heute geht es darum, erstmal herauszufinden, was das richtige Business für dich sein kann. Und im Grunde, da steigen wir gleich ein, ist es doch, dass du herausfinden musst, was ist nachhaltig, du willst es ja eine Weile machen, was ist profitabel und was entspricht deiner Leidenschaft. Also quasi der Mix aus all dem. Du könntest quasi dir die jetzt so als runde Kreise vorstellen und die Schnittmenge daraus ist es dann. Das ist leichter gesagt als getan, wobei ich festgestellt habe in Strategiegesprächen, dass Leidenschaft nicht das Problem ist. Die meisten haben unglaublich viele Themen und sagen, oh, das ist super und das ist super und das würde ich gerne machen. Und eigentlich, wie gesagt, an Ideen mangelt es nicht, aber dieser ganze Berg, unter dem ich da sitze, der verwirrt mich mehr, als dass er mir hilft. Und womit fange ich denn jetzt an? Und genau da steigen wir direkt ein. Das eine ist natürlich super, wenn du Leidenschaft mitbringst und sagst, ja, das kann ich mir richtig lange vorstellen. Dein Business braucht grundsätzlich keine Leidenschaft. Ich sag das, oder? Da kommt gleich die Frage auf, muss ich unbedingt ein Business haben, was meiner Leidenschaft entspricht? Klare Antwort, nein, musst du natürlich nicht. Wenn du das aber durchhalten willst und wenn du gerade als One-Woman, als One-Man-Show startest, würde ich dir doch sehr empfehlen, ein Business zu starten, was deiner Leidenschaft entspricht, weil du das ja eine Weile durchhalten möchtest, weil du da viel Herzblut, viel Arbeit, viele, viele Stunden hineinstecken wirst. Und ich denke nicht, dass man das durchhält, wenn das so gar nicht der Leidenschaft entspricht. Das nächste, was eben auch ganz wichtig ist, sind deine Ziele und deine Werte. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Du bist jetzt Ernährungsberaterin und sagst, ich möchte vielen Frauen beim Abnehmen helfen. Das ist soweit gut, damit könnte man jetzt alles Mögliche. Da könntest du jetzt Kurse geben oder du machst Webinare, du kannst Videos aufnehmen, du kannst 101-Coachings, also ganz die ganze Bandbreite. Aber jetzt ist die Frage, das ist dein Ziel, was ist dein Wert? Wenn du jetzt aber sagst, mein Wert ist Freiheit und ich möchte ortsunabhängig sein, ich möchte auch unabhängig von irgendwelchen Zeiten sein, ich möchte auch nicht wirklich mit den Kunden jetzt one-on-one in Persona arbeiten, sondern gerne online, ja, dann schließt das natürlich schon wieder einige Punkte aus. Und genau so kannst du dann runterbrechen, was passt eigentlich zu mir. Hey, ich würde gerne ortsunabhängig arbeiten, heißt, ich nehme meinen Laptop mit, heißt aber auch gleichzeitig, dass ich natürlich nicht Termine mit den Kunden abmachen kann, weil das will ich ja eigentlich auch gar nicht, außer sie sind online. Und so kannst du dann, wie gesagt, schauen, wo passt es genau. Und so solltest du auch erstmal rangehen, jetzt nicht direkt nachgucken, ist das denn überhaupt profitabel und wie viel verdient man denn damit? Mach einfach mal eine Recherche bei Google, schau, wer das vielleicht schon macht, was du machen möchtest. Sofern du jemanden findest, ist das meistens ein sehr gutes Zeichen. Heißt, es gibt einen Markt dafür. Findest du keinen, ist es jetzt nicht gleich ein Grund, euphorisch zu werden und sagen, yay, ich bin die Erste oder der Erste. Da solltest du auf jeden Fall weiter recherchieren, was es noch in die Richtung Gehendes gibt, sodass du auf jeden Fall herausfinden kannst, wie der Marktwert so ist. Das ist ganz wichtig. Und als nächsten Punkt sage ich dir gleich dazu, gerade wenn es um Online-Business geht, um diese Werte, um diese Ziele, lass dich nicht zu sehr von anderen beeinflussen.
du hörst halt im Netz ganz viele Tipps mit, du musst 1 Million verdienen, in 5 Jahren musst du, keine Ahnung, bis dahin musst du dein Team aufgebaut haben, du musst eine Homepage haben, du musst Videos machen, du brauchst einen Podcast, du... So geht es die ganze Zeit. Also eigentlich ist es sehr, sehr laut von allen Seiten. Und gerade wenn du auf dem Weg bist und Entscheidungen treffen möchtest, wie du überhaupt starten sollst, ist das nicht unbedingt hilfreich. Sondern überleg erstmal für dich, schreib dir deine Ziele auf. Was genau möchtest du? Was genau möchtest du erreichen? Was stellst du dir vor, wie du das erreichst? Und guck, wie das mit deinen Werten, die du hast, übereinstimmt. Weil da muss die Schnittmenge stimmen. Das ist erstmal ganz wichtig. Hast du da das Thema gefunden, dann hast du eben tatsächlich etwas, was du leidenschaftlich gerne machst, wo du deine Ziele realistisch stecken kannst und eben auch noch feststellst, dass es mit deinen Werten übereinstimmt. Und dann kann man gucken, welche von diesen ganzen Möglichkeiten, und ein Online-Business ist nie nur eine Möglichkeit, sondern ein Mix aus dem Ganzen, welche davon für dich passen und sich für dich auch gut anfühlen. Ich weiß, das ist immer so ein Thema mit dem gut anfühlen, wenn du das in einer Runde von Geschäftsleuten besprichst und sagst, oh, das muss ich gut anfühlen, dann sagen die, nee, also mit Gefühl hat das hier alles gar nichts zu tun, das ist rein wirtschaftlich, rein Marketing, rein, aber da sind wir nicht. Deshalb lass dich auch davon nicht beirren. Es geht wirklich darum, deins für dich passend, für dein Leben passende Business zu finden und dann langsam, kontinuierlich und mit viel Fleiß und Geduld aufzubauen. Also ich rate dir, um den Prozess so einfach wie möglich zu machen, schreib dir wirklich die Ziele, die Werte und deine Business-Skizze, nennen wir es mal so, einfach mal auf und schlaf ein paar Nächte drüber. Weil manchmal hat man so euphorische Ideen, sagt, ah, das ist super toll, das ist genau das. Und nächsten Tag ist schon so, nee, doch nicht. Passt nicht so richtig, hier ist eine Kante und da ist eine Ecke, das muss noch ein bisschen ausgefeilt werden. Und du hast ja keine Hetze. Es geht nicht darum, dass du das morgen alles auf die Beine stellst. Es geht erstmal darum, diesen Prozess vernünftig abzuschließen, sodass du dann auch eine solide Grundlage hast, auf der du wirklich starten kannst. Wenn du diese Idee schon hast, umso besser. Schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, wie weit du im Findungsprozess bist, wie schwierig das für dich ist oder ja, wo du Unterstützung gebrauchen kannst. Wie kann ich dir zum Beispiel konkret weiterhelfen? Und dann mache ich auch gerne ein neues Video dazu. Und denk immer dran, jedes Business ist anders. Und lass dir nicht die Tipps geben von genau den Leuten, die das noch nie gemacht haben. Das ist nämlich, meistens kommen diese gut gemeinten Ratschläge aus dem Freundeskreis, aus der Familie, aus dem näheren Umfeld. Und keiner von denen hat jemals genau das umgesetzt, was du planst. Also ist es halt so ein bisschen, wie gesagt, du gehst ja auch nicht zu einem Augenarzt, um dir den Blinddarm rausnehmen zu lassen. Also wäre, glaube ich, keine gute Idee. So musst du das sehen und so kannst du dann für dich auch am einfachsten die Entscheidung treffen. Und denk immer dran, es ist deine Entscheidung. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video weiterhelfen und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns im nächsten Video sehen. Und noch kurz zum Schluss, wenn dir das Video gefallen hat, dann tu mir doch den Gefallen und like es. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Dadurch habe auch ich die Chance, hier auf YouTube zu wachsen und weiterhin mit dir an diesen Strategien zu arbeiten. Dankeschön, bis bald, tschüss!